herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Urbia TV. Wir sprechen heute über die Sicherheit von Kindern im Auto. Na, Hand aufs Herz, habt ihr eure Kinder noch nie ungesichert mitgenommen im Auto? Ganz ehrlich, nur mal kurz, nur eben die Straße runter. Ich muss es zugeben, ich habe es auch schon getan. Ich bin von einer langen Zugreise mit zwei Kindern gekommen und dann war im Taxi nur ein einziger Kindersitz und ich habe das zweite Kind auf den Schoß genommen. Oder aber im Urlaub, wenn dann da nur so eine schreddlige Kindersitzerhöhung ist und man weiß eigentlich, bei der nächsten Ampel knallt das Ding schon aus dem Fenster raus. Ich habe es getan, es ist zum Glück gut gegangen, aber viel zu oft geht es nicht gut. Und es gab eine Untersuchung, dass es sogar in den Fällen, in denen die Eltern glauben, dass sie alles richtig gemacht haben, dass es auch da nicht ganz stimmt im Auto. Und zwar in 65% der untersuchten Fälle. Und zwar bei einem Drittel, weil die Sitze nicht richtig eingebaut sind und bei den anderen beiden Dritteln, weil die Kinder nicht richtig im Sitz gesichert waren. Und wir haben dazu einen neuen Film für euch vorbereitet, damit ihr seht, wie es richtig gemacht wird, wie die Sitze richtig eingebaut werden und wie die Kinder richtig transportiert werden. Dazu hatten wir einen Experten vom ADAC, Günther Trunz, und der ist auch heute zu Gast in der Sendung. Hallo. Herzlich willkommen, schönen guten Tag. Was macht denn einen guten Sitz aus? Einen guten Sitz macht aus, dass er das Kind am Platz hält, die Kräfte, die beim Unfall auftreten und unvorstellbar groß sind, optimal auf die Gurte ableitet und damit das Kind schützt. Wir wissen aus der Unfallforschung, dass nicht gesicherte oder mangelhaft gesicherte Kinder schon bei einem Unfall mit 30 km/h zu Tode kommen können. Wir wissen aber auch, dass ein guter Sitz richtig genutzt das Kind bei einem Aufprall mit 50 km/h beispielsweise gut schützt, sodass es leicht oder in manchen Fällen sogar unverletzt einen solchen Unfall überstehen kann. Und wann sollte man von der ersten, also von dieser Babyschale zum nächsten Sitz wechseln? Es gibt die Sitze heute in drei unterschiedlichen Größen. Die orientieren sich am Gewicht der Kinder, weil das Gewicht der Kinder in die Formel für die kinetische Energie eingeht. Die Säuglingssitze, die wir heute haben, die sogenannte Gruppe 0+, geht bis 13 Kilogramm. Und der optimale Zeitpunkt zum Wechsel ist aus Sicht der Unfallforscher bei etwa 12 Kilogramm. Das ist das Alter 1,5 Jahre. Da werden viele Zuschauer jetzt sagen, Moment, mein Kind kommt ja schon lange mit den Füßen gegen die Rückenlehne. Das ist aber vollkommen normal. Selbst wenn die Kinder mit angewinkelten, angegrätschten Beinen im Sitz sitzen, ist das normal. Es sei denn, der Kopf guckt irgendwann 2, 3 Finger breit oben aus dem Sitz heraus, dann muss man auf jeden Fall wechseln. Der rückwärts gerichtete Transport, den wir ja letztlich in Astronauten abgeguckt haben, bietet den optimalen Schutz für so einen kleinen, zarten Körper. Und darf man den Beifahrersitz zum Transport nehmen? Die Schwierigkeit ist, dass wir ja bei den Säuglingssitzen einen rückwärts gerichteten Transport haben und das klappt nicht und ist lebensgefährlich in Verbindung mit einem Beifahrer-Airbag. Wenn die Zuschauer ein Auto haben, wo man den Airbag abschalten kann, von Hand oder mit einem Schlüsselschalter, dann kann man den Beifahrer-Airbag ausschalten und den Beifahrersitz nutzen. Ansonsten kann und darf aus Sicht der Straßenverkehrsordnung für alle vorwärts gerichteten Kindersicherheitssysteme, also für die älteren Kinder, der Beifahrersitz durchaus genutzt werden. Bitte darauf achten, dass der Sitz dann auf der Schiebeleiste nicht ganz vorne an der Windschutzscheibe eingerastet ist, sondern im mittleren oder hinteren Bereich arretiert ist. Die Betriebsanleitung kann aus Gründen der Produkthaftung, also die Gebrauchsanweisung des Fahrzeugs, was anderes sagen. Das ist aber nur relevant, wenn ich nach einem eventuellen Unfall den Eindruck habe, mein Kind ist durch fehlerhafte Konstruktion des Fahrzeugs, des Airbags und falsche Nutzung zu Schaden gekommen. Dann wird der Hersteller sagen, lieber Kunde, mich kannst du nicht verklagen. Die Straßenverkehrsordnung ganz klar lässt die Nutzung zu. Und nach einem Unfall muss auch die gegnerische Versicherung den Schaden regulieren, wenn das Kind auf dem Beifahrersitz gesessen hat. Was halten Sie denn von gebrauchten Kindersitzen? Gebrauchte Kindersitze sind gerade für kinderreiche Familien, viele Eltern haben ja nun nicht so furchtbar viel Geld, interessant. Beispielsweise bei den Säuglingssitzen, die ja 1,5 Jahre benutzt werden, bei den Sitzen für die letzte Altersgruppe, wo dann von etwa 4, 5 Jahren bis 12 Jahren der Sitz benutzt wird, da sollte man sagen, wenn er also 8 Jahre im Einsatz war, er hat seine Schuldigkeit getan, er kann in die ewigen Jagdgründe der Kindersitze eingehen und dann sollte man ein neues, modernes und besseres Produkt kaufen. Aber bei den anderen ist das völlig in Ordnung? Bei denen, die nur kurze Zeit benutzt werden, ein Kindersitz kann durchaus etwa 6, 7 Jahre lang genutzt werden.
Dann haben wir den Effekt, dass Weichmacher aus dem Kunststoff nach und nach ausgasen. Das Material verändert sich physikalisch. Dann sollte er aussortiert werden. Und auch vom Sicherheitsstandard her ist es gut, wenn nach 6, 7 Jahren Sitze erneuert werden. Jetzt haben Sie uns was mitgebracht. Das ist, glaube ich, dieses ISOFIX. Ne? Ja. Wann kann man das denn verwenden? Etwa die Hälfte der Fahrzeuge, die heute auf den Straßen unterwegs sind, hat ISOFIX. Das sind Klammern, die hinten in der Falte, in der Fuge zwischen Sitzbank und Rücklehne sind. Da sind spezielle Klammern. Da kann man diese Grundplatte hier einrasten fest. Dann schiebt man den Sitz ran, dass er richtig an der Rückenlehne dran liegt. Vorteil ist, ich habe damit eine Befestigungsart, die den Sitz fest mit dem Chassis des Fahrzeugs verbindet. Mit der ersten Beule des Kotflügels an nimmt der Sitz und damit auch das Kind an der Verzögerung der Karosserie teil. Die Belastungswerte sind sehr günstig. Den Säuglingssitz kann ich dann einfach hier einrasten, einklicken, kann ihn rausnehmen, aber auch dann in einem anderen Fahrzeug mit normalem Dreipunktgurt verwenden und kann dann auch den nächsten Sitz der ECE Gruppe 1, also 9 bis 18 Kilogramm, hier einfach einklicken, einrasten. Es kann nichts schief gehen mit der Befestigung. Wenn ich einmal hier richtig eingerastet habe und hier unten die Stütze richtig auf dem Boden verankert habe, dann hat das Kind einen optimalen Schutz. Und diese Systeme haben heute auch bei fast allen Tests einen sehr gut, während die klassische Befestigung des Kindersitzes mit dem Dreipunktgurt immer noch ein bisschen Spielraum lässt und deshalb die Belastungswerte nicht ganz so günstig sind. Dankeschön, Günther Trunz. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann empfehle ich euch eine Website, und zwar Sicher im Auto. Das ist auch mit vom ADAC entwickelt. Wenn ihr da mal auf der richtige Kindersitz klickt, dann könnt ihr zum einen den neuen Kindersitztest 2008 hier finden, außerdem auch was über das ISOFIX-System oder auch Kauftipps, wenn ihr euch jetzt mal einen Sitz anschaffen wollt. Außerdem haben wir auch für euch noch Artikel dazu bei uns auf der Seite auf urbia.de, und die findet ihr natürlich wie immer verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.